glaube, das waren die Originalreifen aus den 70ern. Was? Die sahen echt so aus. Wo ich mir denke, wieso? Hat er das jetzt mit rausgenommen und da so, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der Schlüssel dann weg. Dieses Foto hatte ich an den Fahrer gesendet, dass er das dem Zoll zeigen soll, sollte er angehalten werden. Herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Wie ihr an der Beschreibung schon entnehmen könnt, werden Brasco und ich, wir werden meinem Vater einen Bus schenken. Das nächste Video wird nächste Woche erscheinen. Es ist sehr, sehr viel passiert. Das ganze Projekt hat insgesamt 1,5 Jahre gedauert. Brasco, an meiner rechten Seite, hat auch schon mit mir den Eiswagen meinem Vater zusammen geschenkt, den er zum 50. bekommen hatte. Und er hatte, mein Vater hatte Brasco noch einen anderen Bus währenddessen in Auftrag gegeben. Wir werden heute euch diese ganze Geschichte erzählen, wie der eigentliche Verlauf war. Also wie es zu dem Punkt ist, kurz bevor wir meinem Vater den Bus geschenkt haben. Was mein Vater nicht weiß, ganz kurz noch, er wusste zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video dann gestartet hatten, nicht, dass er den Bus bekommt. Das heißt, es war eine Überraschung. Er wusste nicht, wie der Bus aussah. Er hatte keine Informationen mehr darüber. Das heißt, er hatte über 1,5 Jahre hinweg überhaupt gar keine Infos. Brasco, willst du dich kurz vorstellen und sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass mein Vater zu dir gekommen ist und gesagt hat, ey, wir müssen einen Bus zusammen umgestalten? Ja, hi erstmal, ich bin der Brasco, der eine oder andere kennt mich aus Luma, hat bestimmt schon mal ein Auto bei mir gekauft. Also die Sache ist so entstanden, es war jetzt nicht so, dass dein Papa, der Joey, irgendwie eine Idee hatte, komm, lass mal den Bus machen. Ich habe mich in der Zeit recht häufig mit ihm getroffen und heute geht es nicht um einen Bus, es geht um eine Pritsche. Aber das ist eigentlich dasselbe. Pritsche und Bus ist ja ein Bulli, oder? Ist ein Bulli, aber die Pritsche hat halt hinten eine Ladefläche, wie so ein Pickup. Ne? Bus ist immer so mehr als zwei Sitzer. Ne? Bei der Pritsche können ja maximal zwei oder in dem Fall auch drei Leute sitzen. Und irgendwie haben wir überlegt und so, komm, lass mal einen Deal machen. Und dann hat der Papa halt mir gesagt, weißt du was, Brasco, diese Pritsche, die steht hier so. Und, ja. Irgendwie taugt so nichts. Also nur reingeguckt, das war sowieso Endstation. Mehr Schau, als es eigentlich Nutzen gebracht hat. Ja, aber das war auch wirklich so, beim Vorbeigehen dachtest du, wow, cool, aber wenn du näher hingeguckt hast, hast du schon gesehen, oh, das Ding ist echt komplett hinüber. Okay. Ne? Dein Papa ist ja ein hochintelligenter Mensch. Weißt du was, hier in der Halle bräuchte ich ein bisschen Platz. Den kann ich natürlich nur schaffen, wenn ich so ein paar Autos, die hier stehen, die mir eh nichts, komm, ich will die dann eh weg haben. Hat er gesagt, weißt du was, Brasco, nimm mal diese drei Autos mit und versuch mal mit dem, was du da irgendwie damit umsetzt, vielleicht kriegst du diese Pritsche so ein bisschen besser hin, als die jetzt ist. Ich muss auch sagen, auch die Autos waren jetzt nicht mehr. Also die Voraussetzung war mehr als schlecht. Ich hatte irgendwie Lust drauf, die Pritsche wieder zum Leben zu erwecken. Ne? Die Pritsche haben wir ja jeden Tag abgeholt. Und da hat sich das Ausmaß schon so angedeutet. Ne? Wenn du es hier zum Beispiel hochgeschoben hast, dann konntest du auch schon mal so ein bisschen drunter gucken und so weiter. Dann dachtest du, oh mein Gott. Ich hatte dem Joey auch gesagt, Joey, ich nehme mich dieser Sache an, aber erwarte jetzt nicht, dass ich dir da voll das krasse Ergebnis liefere, weil ich mache das so, dass das Ding wieder fährt, dass das Ding einigermaßen wieder aussieht. Wenn du im Fahrerraum sitzt, konntest du wirklich halt durch solche Löcher auf die Straße gucken. Der erste Schritt war einfach, wir nehmen das zu uns in die Halle und bocken das auf die Bühne. Dann habe ich das aufgebockt auf der Hebebühne und dann kam das Ganze aus. Was ist so? Das ist ekelhaft. Man kann es nur erahnen. Also wenn man wirklich drunter stand, es war alles komplett zerfressen. Schön ist was anderes. Das ist auch nicht mehr schön oder nicht schön. Es ist einfach, wenn nichts mehr da ist, dann ist einfach nichts mehr da. Die Substanz gibt nichts mehr her. Die Substanz war eigentlich so, dass du dir gedacht hast, oh mein Gott. Ja. Klar, man kann in der Regel alles machen, alles retten. Aber ich dachte irgendwie, ey, da muss man jetzt irgendwie echt über ein Jahr oder noch länger hier Tag und Nacht, keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall hat mir das... Sieht man ja hier die Löcher bis zum Fahrerstelle, man guckt ja durch. Das ist wirklich 50 Löcher, ne? Wo du denkst, da ist alles tutti, wenn du da einmal so mit einer Faust nur eingeklopft hast, hast du gespürt,
das nicht, dieses morsche Metall, wo ja. Irgendwas, wenn schon so abblättert, wenn man da so gegenhämmert, ich kenne das. Warum? Diese Steinhammer, diese ganz kleinen, wenn du einmal so dagegen schlagst, dann wäre durchgeflogen. Ne? Also das Ding war wirklich hinüber. Du hast gemerkt, da kann man nichts mehr retten. Ich habe natürlich so meine Spezialisten, für die für mich arbeiten, dann standen wir halt da und dann habe ich gesagt, Jungs, wir müssen das Ding retten. Und die so, ja, klar, aber wann? So. Man hat keine Zeit. So, können wir machen, aber dann können wir gar nichts anderes mehr machen. Ne? Ich habe gesagt, wisst ihr was, wir haben Zeit. Ich habe dem Joey auch gesagt, Joey, ich nehme das Ding mit, aber erwarte jetzt nicht von mir, dass es in 3 Wochen zurückkommt und dass es irgendwie tipptopp aussieht. Was war der erste Schritt? Der erste Schritt war, erstmal wollten wir gucken, weil das halt schon oben war, wie ist die Elektrik, wie ist der Motor. Dann haben wir irgendwie, hat mein Mechaniker irgendwie den Motor teilweise zerlegt, Vergaser gereinigt und all so Kram, neue Batterie angeschlossen. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen und geguckt und gemacht und dann haben wir überlegt, Karosseriesachen, was brauchen wir dafür? Alles schon bereitgelegt, alles an Werkzeug und natürlich haben wir das alles innerhalb einer Stunde gemacht, das ging so 1-2 Wochen und dann kam halt die Wende. Die Wende war halt, dass ein Freund von meinem Vater, der oft hier in Deutschland Autos kauft, das heißt, er hat überall hier so irgendwie Transporter, die für ihn so rumfahren. Mit dem hast du gesprochen oder? Nee, der war bei meinem Vater zu Besuch und der meinte, ey, wisst ihr was, ein cooles Teil. Ich habe bei mir, ich vermiete so ein Objekt, so ein Gebäude und da sind irgendwie so ein Restaurationsbetrieb drin. Ne? Mhm. Die haben vor ein paar Jahren auch so ein Ding schon mal fertiggestellt. Ach so, das wusste ich ja, das wusste ich selber noch gar nicht. Dass der Freund deines Vaters, der Bulgare ist, der hat da ein Haus und da ist eine Restauration. Der hat dann gesagt, ey, ich habe mal was gesehen, aber er selber macht das nicht. Das heißt, er hat somit einen Kontakt deines Vaters, hast du erst den Kontakt bekommen. Richtig, das war ja alles diese Bulgarien-Geschichte, die war weder angedacht noch geplant noch irgendwie ne, im Sinn gewesen. Es hat sich alles irgendwie so ergeben, dann dachten wir, der Wagen ist eh irgendwie am Freitag oder so, das war glaube ich am Montag. Der ist hier in der Gegend. Zufällig am selben Wochenende hier kurzzeitig. Ja, weil die halt recht oft da sind. Ne? Und er meinte, die hätten halt noch einen Platz. Aber der sowieso zurück muss. Weil er sowieso zurück muss. Ich habe anfangs Nein gesagt. Ich so, nein, guck mal, Joey hat mir das Ding gegeben. Ich schicke das jetzt nicht. Nein, wir machen das selber, alles gut. Ne? Man macht sich auch erstmal so Gedanken, so, ey, Bulgarien, ich weiß nicht, wer da ist. Aber der hat für die gebürgt, da sind super Leute, die machen nichts anderes. Und dann kam auch schon irgendwie der Tag, wo die Abholung stattfand. Die Abholung, die haben den aufgeladen, dann war der schon unterwegs nach Bulgarien. Fahrzeugpapiere hatte ich aber leider nicht. Du hast keine Fahrzeugpapiere? Nein, die waren bei deinem Papa. Dann habe ich deinen Papa gefragt, ich so, hier, wie sieht's aus mit den Papieren? Der so, ja, die sind irgendwo, ich guck mal. Und war das Ding dann schon unterwegs und es gab halt keine Papiere, ne? Auf Risiko. Hoffen und bangen, dass das Ding dann auch irgendwie dort ankommt. Das Problem war aber nicht die Hinfahrt, weil die Hinfahrt von hier dahin, das war ja nur so ein alter Schrottwagen. Aber das Problem wird dann halt die Rückreise. Ja. Wenn dann ein top restaurierter Wagen da drauf steht. Aus Bulgarien nach Deutschland mit bulgarischen Kennzeichen, wo keine Papiere sind. Natürlich dann eine andere Geschichte. Da würde ich als Zöllner auch gucken wollen, was das für ein Wagen. So. Wo kommt der her? Geile Geschichte. Dein Papa schickt mir, hey, Brasco, hier Papiere, ne? Alle Fälle, ich blättere und ich gucke. Das erste Blatt habe ich gar nicht lesen können. Das war auf Russisch. Dann guckt man sich das 3 Sekunden an. Das Auto war ursprünglich mal aus Griechenland genau, importiert nach hier Deutschland. Deutschland noch nie zugelassen, das heißt über noch griechische Papiere. Richtig, das heißt, es gibt nie keine offiziellen deutschen Dokumente über das Auto. Ich blättere aber weiter und dann sehe ich irgendwann so T1. Hat sich herausgestellt, dieses erste Blatt auf Russisch war die Versicherung, die ihr damals abgeschlossen habt für eure Berlin Peking-Reise, weil witzigerweise hatte er mir im Vorfeld nur das erste Blatt per Foto geschickt. Und dieses Foto hatte ich an den Fahrer gesendet, dass er das dem Zoll zeigen soll, sollte er angehalten werden. Stell dir das Szenario vor, er ist schon an der bulgarischen Grenze. Wenn der Zöllner sagt, an der bulgarischen Grenze, du kommst nicht rein und du kommst nicht raus, weil du keine Papiere hast, könnten die sagen,
Na klar. Und dann will er natürlich nur wissen, was hat er für eine Ladung. Und dann guckt er sich das an. Alles klar, hier ist so eine Pritsche drauf. Mhm. Wo sind die Papiere oder die Verträge davon? Und dann geht der Fahrer hin und überreicht ihm eine russische Versicherung. Spätestens da hätte ich als Zöllner gesagt, du bleibst jetzt hier, ich bin Zöllner, ich bin der Boss. Was ist dann in Bulgarien passiert? Das Auto ist hingefahren worden. Das Auto war jetzt da. Und irgendwie nach 2 Monaten habe ich so zum ersten Mal nachgefragt, na, wie sieht's aus? Ja, die sind dabei, lass mal, ne? Ich so, okay, gut, ich habe ja keinen Stress. Ja. Nach 4 Monaten habe ich gesagt, wie schaut es denn aus? So nochmal gefragt. Immer so ganz vorsichtig. Ja. Überhaupt nicht fordernd, ey. Nur so, ey. Krieg ich mal ein paar Bilder. Genau. Aber ohne Stress. Nichts geschickt wahrscheinlich wieder. Irgendwann nach 4 Monaten kamen halt schon so die ersten Bilder, ne? Na, wo du halt siehst, dass da schon eine Menge passiert war. Hier ist einmal komplett weiß. Also das. Komplett weiß bedeutet hier. Da haben die schon sehr viele Karosserieausbesserungen gemacht, alles raus. Schön, ja genau. Alles Verrostete raus. Man hat jetzt hier auch einen Grund, also man hat eine Basis auf dem Metall. Aber das, was du jetzt hier zum Beispiel siehst, das siehst du alleine schon am Boden. Ne? Vorher genau. War der ganze Boden durchgefressen, jetzt sind neue Gletscher drin, es ist alles grundiert. Okay, auch Türen wurden gemacht, alles wurde gemacht irgendwie. Also das alles ist abgenommen, alles überarbeitet. Ah, ich sehe auch den Unterboden. Der Unterboden wurde auch gemacht. Der Unterboden ist natürlich besonders krass. Das fand ich dann sehr beachtlich, dass nach 4 Monaten das Auto schon so aussah. Weil der Unterboden sah wirklich krass, krass aus. Also man kann ja auch jetzt sagen, das ist jetzt hier nicht 1A. Es ist schon 1A, weil neue Bleche, alles grundiert. Also viel mehr kannst du da ja in dem Moment auch gar nicht machen. Einfach nur der Motor, der ausgebaut wurde, der musste ja natürlich zwischenzeitlich irgendwo hin. Also haben okay. Die da einfach so dran gemacht. Später haben die sich den auch angeguckt, aber eigentlich haben die mit dem Motor dort nichts gemacht. Das haben wir hier in Deutschland bei uns gemacht. Und dann wurde das daraus. Also bis es soweit war, verging tatsächlich nochmal so viel Zeit, dass ich zwischenzeitlich so genervt war, weil irgendwie dachte ich, Joey muss das Auto vor seinem Geburtstag kriegen. Ne? Langsam ist ja auch schon so viel Zeit vergangen, über einen Jahr. Ja, man hat so ein bisschen Kribbeln bekommen, weil man wusste jetzt nicht, ey, ich habe Joey versprochen, dass ich das mache. Ja, Ende November wurde ich selber schon so, war ich selber schon so weit, dass ich dachte, ey, das Ding muss jetzt zurück. Dann hatte ich halt immer Telefonate rübergeführt und so, ey Leute, ich weiß nicht, was ihr da treibt, okay, es ist viel Arbeit. Aber vor 4 Monaten waren wir schon so weit, so der Schritt zur Vollendung wäre jetzt nicht so weit gewesen. Ende November war der noch in diesem unlackierten Zustand. Okay, das heißt, der Motor war auch gar nicht drin. Die haben über mehrere Monate dann nicht mehr gearbeitet, weil die was anderes zu tun hatten. Richtig, richtig. Anfangs Wirklichkeit, ja, genau. Immer weniger. Und dann habe ich immer gedacht, Leute, ne, das geht so nicht. Ne? Ja. Ich habe einen Plan einzuhalten. Dann war nicht mehr Nice Guy, Brasco. Anfang Dezember war ich tierisch schlecht drauf deswegen. Also alle Telefonate, die ich rübergeführt habe, die waren unfreundlich. Die waren bei einem letzten Schritt mit der Lackierung. Genau, dann habe ich überlegt, wisst ihr was, schickt mir das Ding so rüber, lackieren kann ich den auch selber. Polster und den Innenraum, ich so, mache ich selber. Mir ging es nur darum, dass die krassen, schweren, zugänglichen Stellen mit den ganzen Blechen, diese Sonderpassgenauigkeiten und so ein Kram, dass die das machen. Lasst uns den auch hier lackieren, ne? Die Jungs sind drauf eingestellt. Dann habe ich gesagt, Moment, noch nicht lackieren. Ich muss mir erstmal ein paar Gedanken machen, wie die Farbgestaltung aussehen soll. Okay. Die Ursprungsfarbe war ja dieses Orange, das fand ich da ganz, schon mal ganz cool. Der T1 sieht so aus, es muss schon so ein bisschen anderer, ja, es muss ein bisschen anders sein. Wenn man sie daneben stellt, dass man jetzt nicht denkt, ist dass ja ein zweiter T1. Wenn man vorbeigucken, so merkt, genau. Okay, Orange, Rot, richtig. Und Türkis, so dass man direkt weiß, T1, T2, T3. Kam der Geburtstag, wo dein Papa dann sehr relaxed wird, im letzten Moment so. Wegen dem Eisbus. Dann waren wir erstmal auf der Panamericana-Tour. Also du wusstest, ey, wenn er jetzt kommt oder in einem Monat, ist eh egal, weil Joey ist jetzt 2 Monate mit seiner Familie on Tour. Er sieht's vorher nicht. Und dann hatten wir eh so schlechtes Wetter hier, dass ich dachte, okay, es ist eh cooler, wenn wir das Ganze im Frühling machen. Mhm. Dann kam irgendwann der Tag, wo es hieß, nächste Woche Freitag kommt der. Also nachdem du dann unfreundlich wurdest, ging alles auf einmal besser. Okay. Aber ich habe gar nicht dran geglaubt. Ich dachte irgendwie, ja, das ist jetzt wieder Gelaber. Ne? So. Dann habe ich das gar nicht so ernst genommen. Und dann kam irgendwann tatsächlich der Donnerstag vor dem Freitag. Und dann ruft mich mein Vater an und sagt, ey,
die wollen heute 21 Uhr kommen. Da ruft mich mein Vater so 21.30 Uhr an und sagt, ey, hier, die haben unterwegs an einem Rasthof, hat der Fahrer irgendwie die Schlüssel verloren. Wo ich mir denke, wieso? Hat er das jetzt mit rausgenommen? Und da, so, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der Schlüssel dann weg. Und dann wie? Wie macht... Wie, okay. Der Fahrer hat da noch mehr verloren. Die müssen den jetzt runterrollen und dann ist der erstmal bewegungsunfähig. Ja. Wir konnten den nur vorwärts und zurück. Wir konnten den aber nicht lenken, weil die Lenkradsperre drin war. Und Schlüsseldienste kontaktiert, die vielleicht das, den Schlüsselrand des Schlosses machen können. Mhm. Habe ich mich dann irgendwie dafür entschieden, nachdem die alle so 5, 6, 700 Euro wollten, dachte ich mir, komm, ich baue nur einen Schließzylinder ein und dann ist gut. Und den kriegst du tatsächlich bei Amazon für 12 Euro. Habe ich auch das neu gemacht, den neuen Schließzylinder eingebaut und noch die Reifen neu gemacht. Der ist auch noch neu gemacht? Ja, weil die können wir euch auch einblenden, die waren wirklich komplett. Ich glaube, das waren die Originalreifen aus den 70ern. Was? Die sahen echt so aus. Das eine, ei. Da gab es so richtige Spalte zwischen Lauf und Seitenteil. Also stand das Ding ein, zwei Tage? Und dann habe ich es gesehen. Ich bin so bei Brasco, wenn ihr durch Loma fahrt. Brasco ist auf der rechten Seite. Und es gibt nur eine Straße durch Loma. So, ich gucke so nach rechts, so einfach aus dem Reflex. Und sehe dann so ein Auto und ich gucke dann so zurück und wieder hin. Und dann denke ich so, hä? Warum ist da so ein krasses Auto auf einmal bei Brasco? Ausnahmsweise. Das fand ich mega sexy. Dachte ich so, lecco mio, was hast du hier Schönes gemacht? Nächste Woche Sonntag um 15 Uhr kommt die Live-Reaktion von meinem Vater, wo er das Auto zum allerersten Mal zu Gesicht bekommt. Und die ist wirklich sehenswert. Der war mehr als gerührt. Von dir vor allem. Natürlich ist das so ein Moment, den man so seit dem ersten Abholen herbeieilt. Ja. Und dann ist der Moment plötzlich da. Wir hatten ihm nichts gesagt, du hattest ihm auch keine Bilder gezeigt vorher. Absolut gar nicht. Keine Videos. Null. Also er hatte 1,5 Jahre her, er wusste nicht mal, existiert das Auto noch, hast du es verkauft? Er hat zwischendurch sogar gefragt, nein, gibt es das nicht noch? Was war der besonderste Moment, was du mit dem Auto verbindest? Wo wir das Auto so mit ein paar Mann damals aus der Halle geschoben haben. So alle zusammen, boom, hoch. Und dann rauf auf den Abschlepper. Ja. Weil das war so für mich der Startschuss, weißt du? Okay. Das war so der Startschuss, jetzt gibt's kein Zurück. So, Einbahnstraße. Mein Vater schon so, oh danke, Brasco, dass du es übernimmst. Und jetzt findet das tatsächlich statt. Dann wurde es Hand und Fuß. Genau, und dann war so natürlich auch so rückblickend, so das ist dieses Vorher und Nachher. Das Vorher ist für mich wirklich der Moment. Ich habe den zwar vorher schon in der Halle gesehen, aber wo der auf diesem Wagen drauf stand, da wusstest du. Wo ich so einen Eindruck von unten, von allen Seiten nochmal bei Tageslicht gesehen habe, das war nochmal was ganz anderes. Krass. Deshalb war es für mich so mein besonderer Moment, wo ich halt so zurückblicke. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich hatte echt super, super viel Spaß mit dir, Brasco. Vielen lieben Dank. Danke dir, du. Ja. Mir sehr viel Spaß gemacht. Liken, kommentieren, abonnieren. Danke euch für den Support. In diesem Sinne. Wenn ich ehrlich bin, ich habe es nicht geglaubt, dass das Auto wirklich reparabel ist. Man müsste ja dafür jetzt 60.000, 70.000 Euro eigentlich verlangen. Ne? Ich habe auch für die Restaurierung auch nichts gezahlt. Das ist nicht das gleiche Auto. An dem Geburtstag hat er noch mit mir gesprochen und meinte, wenn ihr von der Panamericana zurück seid, dann machen wir das mit dem hier.